beim Deutschen Seniorentag hier in Hannover, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaltet sind aus der gesamten Republik. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Und ein ganz herzliches Willkommen geht natürlich hier auch in den Saal, wenngleich wir nur ganz, ganz wenige Gäste vor Ort haben können. Ja, wir melden uns aus dem Kuppelsaal in Hannovers Kongresszentrum und wir hätten Sie so gerne hier bei uns in der Stadt gehabt, in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Allein die vierte Welle macht uns allen einen Strich durch die Rechnung. Das ist schade, aber im Moment ist es eben wieder die Zeit, Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass die Corona-Zahlen nicht noch weiter durch die Decke gehen. Und damit sind wir auch schon beim Motto des diesjährigen 13. Deutschen Seniorentags. Wir alle zusammen. Mein Name ist Christina von Sass, ich bin Moderatorin hier beim Norddeutschen Rundfunk in Hannover und ich freue mich sehr, Sie heute Mittag durch diese Festveranstaltung begleiten zu dürfen. Und ich kann Ihnen versprechen, auch digital bietet der Deutsche Seniorentag sehr, sehr spannende Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung, zum Thema Gesundheit oder zum Thema Ernährung und natürlich ganz wichtig gesellschaftliches Engagement. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an das Bel Infante Quartett, das wir gerade gehört haben, mit einem Stück von Josef Haydn. Wir werden euch gleich nochmal hören mit Haydn. Und im Anschluss freuen Sie sich auf Franz Müntefering, den Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Und danach können wir uns alle freuen auf den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, live zugeschaltet aus Berlin. Aber jetzt genießen Sie erstmal die Musik.